Alles über so Kies-Fließbänder rüber fließt zum Verteiler und bliblablub und weil er schlagt mich tot. Und so soll das von der Base hier ran. Jo. Dann wird es hier in das Verteilzentrum genommen, also ins Hochregallager. Dann wird es hier durchgereicht. Ein Teil wird bis ganz nach oben, Dingens, hochgestapelt. Jo. Dann Okay. geht es in den nächsten. Auch hier wird es wieder. Hier wird es nicht ganz nach oben gestapelt, sondern bis zu einer Zwischenetage, wo es dann mit einem Fließband wieder wegfließen kann für die Weiterverarbeitung. Weil hier wird noch ein Bahnhof rankommen, wo man dann zum Beispiel, wenn wir Computer haben wollen, dann brauchen wir ja Kupferbleche und Plastik. Dann kommen die Kupferbleche hier ran und gehen eigentlich bis ganz raus, dass du sie vom Handlager rausnehmen kannst. Und weiter oben gehen die dann zum Zug. Und der Zug belädt die dann und führt sie dann weiter in die nächste Fabrik. So. Jo. So habe ich mir das so gedacht, als System. Und die Träger hier, da mache ich immer Folgendes. Ich mache nämlich so à la. Boah, jetzt Das, wäre ich fast sorry, aber das runtergesprungen. kann nicht sein. Ich muss das Ding wirklich ein bisschen näher rannehmen. Das geht aber nicht. Irgendwie, ich bin So. jetzt entweder die Maus oder die Tastatur, aber beide irgendwie im Langzeitding, es funktioniert gar nicht. Okay. Und ich werde das Ganze so wirklich wie ein Hochregallager. Du kennst es ja von der eigenen Firma her. Du hast dann immer so Träger, die Statik geben und dann so Zwischenbalken, die eigentlich die Auflagefläche für die Paletten darstellen. Unsere Paletten sind jetzt halt überdimensional große Lagercontainer. Jo. So. Und so baue ich Oh. das links und rechts. Ja, das ist so der Plan, wie ich mir das Hochregallager vorgestellt habe. Ja, warum nicht? Ist doch schön. Ja, wird sicherlich viele Ressourcen fressen. Dafür funktioniert es dann auch. Ich das hier hinbaue. Ich weiß nicht, ob das 100% synchron ist. Ne? Der Ton. Also ich habe das so gesehen. Der Ton habe ich übers Mischpult laufen lassen von dem Nvidia Gedingsebumse. Und das Bild separat, also so gesehen 1 zu 1. Und das Ding, ich müsste es eigentlich. Ich könnte das ja. Stimmt. Ha! Nein, geht nicht zusammen, geht das nicht. Beide gleichzeitig geht nicht. Scheiße. Naja. So, was kann ich noch? Kann ich noch weiterhelfen? Irgendwas? Keine Ahnung. Ich bin mit Kupfer und Co. Du fertig. kannst das, du kannst anfangen, die Brücke zu bauen, nach dem Prinzip hier. Ich baue einfach so einen Quatsch rüber, ne? So ein Quatsch rüber, dass so das bisschen wie eine richtige Brücke aussieht. So auch mit Statik und so, weißt Du fragst den Falschen, glaube ich. Genau hier rüber oder wie jetzt? du? Kannst du entscheiden, worüber? Es muss einfach genug, du musst dir das so vorstellen. Ich habe hier Warum darf das nicht da? 1, Oh, 2, danke sehr. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der verschwindet dann. Also 4, 8, 12, 16. Materialien, die ich auf der rechten Seite annehme. Ja. Jetzt musst du die irgendwie nur reinquetschen können. Es gibt noch die Variante,
Und Ja. zwar diese da. Oh. Bin zu weit geflogen. Und wieso haben wir hier? Ich hab einfach mal gebaut. Einfach mal ins Nirgendwo gebaut. Das ist doch super. So, ab. Theoretisch. Ich bin runtergeflogen. Hey, dieses Autosave, ne, das ist doch echt doof. Können wir es nicht irgendwie auf 15 Minuten stellen oder so? Jo, danke sehr. So, jetzt nicht mehr alle 5 Minuten, sondern alle 15 Minuten. Ich weiß nicht recht, ob das der richtige Ort ist, ne? Wie meinst du? Halt, die ganze Quatsch hier zu bauen. Ich würde das ja irgendwie ja trotzdem versuchen, das Und Ding. sonst kannst du dir mal überlegen, was wäre der bessere Ort. Was Also schau macht mal, du der Typ? könntest theoretisch, Till. Ich will doch nicht so bauen, ich will. Warum? Hä? Willst du rüber bauen? Ja. Dann platziere eine Rahmensäule. Und jetzt musst du die nächsten Rahmensäulen an den Rahmen ankoppeln. Nicht am Boden, sondern am Rahmen. Und dann kannst du in die eine Richtung ziehen, zupen. Nur in eine Richtung. Wenn du den oben Nein, das drauf ist klar. willst. Also du musst von dieser Seite, von der Stirnseite, Ja, musst du du, rüber zupen. bitte, danke sehr. Oh. Jetzt bin ich im Weg, toll. Das ist doch Warte mal. alles. Nein! Ich kann jetzt so, cool. Darf man nicht in die andere Richtung? Das darf doch nicht wahr sein. Du meinst so. Es geht bei mir. Ich darf nicht. Ich darf nur in die andere Richtung. Ich darf nur so. Anders geht's nicht. Da ist doch alles doof mit diesen Dingern. Ja, das ist ein bisschen doof mit denen, definitiv. Es gibt auch andere Dinger, die könnten wir freischalten, genau. Ey, ich glaube, der Ton ist viel zu versetzt fürs Spiel. Also mein Ton? Nee, 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 nee. Über die Nvidia Shield. Der Ton, nur der Ton. Mit dem Ich fall Bild. runter. Autsch. Ich müsste das mal wirklich. Ich hätte das mal, ja, synchronisieren. Oder wie machen wir das überhaupt? Das ist ja so eine mühsame Kackarbeit. Du müsstest dich selber anschauen, dann immer. Rumprobieren, anschauen, rumprobieren, Nee, anschauen. die Webcam und ich, also die Webcam ist ja immer synchron, das ist nicht das Thema. Der Game Sound und das Game Bild, das ist nicht synchron. Kommt in dem Fall später an. Oder wie? Das Bild ist verzögert, yo. Verzögerte, also ich gebe eine halbe Sekunde Delay auf die Webcam und den Ton. Mittlerweile. Aber ich glaube, das ist immer noch zu wenig. Ich glaube, da müssen wir noch mehr. Wenn ich denn das Ding irgendwann habe, dann ist es kein Thema mehr, ne? Es ist immer synchron, aber bis dahin. Ja, bis dahin braucht es so eine gewisse Zeit. Scheiße, ich sterbe. Nein. Oh, ich hab's überlebt. Wisst ihr was? Ich baue Dieses irgendwelche Exoskelett Fundamente. ist gefährlich. Dieses Exoskelett ist wirklich, wirklich gefährlich. Warte mal, bevor du mit den Kackfundamenten weitermachst, ich habe eine andere Idee. Was, welche Kackfundamente? Mit denen, die du das jetzt probierst. Es gibt bessere. Ich. Dafür brauchen wir aber 10 Tickets. Wow.
Ich weiß, wie ich das mache mit der Synchronität. Ich schmeiß doch einfach ein YouTube-Video an. Und schau dann auf den Aufzeiger. Ne, ich nehm's dann auf. Stimmt. YouTube-Video, nehm's auf und schaue, ob Bild und Ton synchron sind. Vielleicht geht das so. Müsste eigentlich hinkommen. Bup. Ich bin fasziniert, ne? Mit Synchron, es ist einfach doof, aber. Warum wir machen nur? Kurz schnell bei mir Stuhl-TV. Ja. Ich muss dringend pinkeln. Na, das ist doch schön. Und ich weiß, was ich zu tun habe. Es ist immer so doof. Aber ja, stimmt eigentlich den Übergang. Die Frage ist, wohin möchte man den? Ne? Also ist das jetzt wirklich so gut, wie wir es jetzt haben oder nicht? Oder muss das anders sein? Oder darf das anders sein? Oder. Ich glaube, es ist gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, es ist sogar recht gut mittlerweile mit den 500 Millisekunden und 0,5 Sekunden. Stimmt es eigentlich? Bin verwirrt. Egal. Die Frage ist eigentlich eine generelle: Wie viel Strom haben wir noch zur Verfügung? So, darf ich hier hoch? Darf man hier hoch überhaupt? Juhu! Yes, man darf hier hoch. Strom gibt's. Stimmt, Strom braucht man ja gar nicht. Ich depp. Warum auch? Aber ja, ist die Frage jetzt, wie wir hier gebaut haben, oder? Ich nehme den Kopfhörer ab, ne? Nur mal zum Testen. So, habt ihr mich vermisst? Nö. Habt ihr mich vermisst? Natürlich nicht, warum auch? Nein. Das ist die, weißt du, was ich mir überlegt habe? Was wäre, wenn du Motoren anfängst zu bauen? Und oder Dingens Öl suchst? Motoren kriege ich ja noch hin. Aber das oder mit was, dem was weißt du, bis die 10 Tickets da sind, dann kannst du an der Brücke arbeiten. Ach so. Das meinte ich so. Außer du hast eine bessere Idee, weil ein bisschen Progress müssen wir schon. Aktuell sagt mein Gehirn nur aua, aua, aua. Eigentlich kann ich gar nicht viel machen. Also für Höchstleistung reicht's mal wieder nicht, ne? Ey, was heißt mal wieder? Ja, es hat noch nie gereicht. Sag ich. Das ist mein Motto. Besser geht immer. Wäre schon schlimm, ne, wenn es genauso wäre. Nee, ich sag mal so, es ist in dem Sinne kein Kopfschmerzen, sondern immer nur ein Druck. Ein nerviges Dröhnen. Nein, ein Druck. Auf der Schläfe, entweder rechts oder links. Spannungskopfschmerzen. Ich glaube einfach. Das habe ich ab und zu mal. Aber. Entweder. Das Wetter! Nein, hör die auf. Die Klimaanwärmung! Nein, das Greta sind die. Hat ihr recht. Das 5G sind die, ist schlecht. Ich will sagen, das sind die 7G-Strahlungen. Nein. 5G ist nur die fünfte Generation, also wer das mal auf die Beine gestellt, dass das komplett